Sheila. Oh Gott, Sheila. Die kleine süße Rabe. Oh Gott, danke, das habe ich gebraucht. Jetzt geht's mir gut. Das ist ein Brunnen. Ich warte immer. Hat eine Elite-Truppe. Ja, toll. Ich bin hier eingemauert. Ich kann dir gerade nicht helfen. So, jetzt geht's wieder. Ich brauche Heilung. Stein um Stein mauer ich dich ein. Stein um Stein mauerst du ihn ein? Warum mauerst du ein? Du kannst gar nicht mal einmauern. Ich bin Maurer von Beruf. Maurer-Kid. Oh, wie schön, dass schnell das jetzt gestorben ist. Sehr schön. Ja, ich bin trotzdem fast tot gewesen. Ich hab dich ja gerettet. Boah, jetzt können wir den ganzen Weg zurückgehen, ernsthaft? Logischerweise unernsthaft. So, warte, ich habe hier noch Sachen auszupacken. Auszupacken, das hört sich gut an, oder? Er hat hier noch ein paar Sachen auszupacken. Du guckst, nichts übersehen, nichts übersehen. So, otsch. Boah, Alter, der Rabenflügel war jetzt echt gut, den habe ich gebraucht. Das ist so ein guter Schnaps nach dem Essen, so ein Kräuterschnaps. Nach deftigem Essen gibt nichts über einen guten Kräuterschnaps. Ist völlig aber egal. Zack, 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 tot. Jetzt kommen wir dann hoffentlich ein bisschen besser voran. So. Die Stunden der Sterberei sind hoffentlich vorbei. Für ihn und mich. Komm, hier runter. Was machst du denn da? Töten, 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 töten. Oder getötet werden, ne? Nee, gerade nicht. Die waren zu einfach. Gerade nicht, später vielleicht nochmal. Lalalala. Roter Engel. Arkanstaub. Würmchen. 402 Gold. Bombe. Erstkugel. Elite-Truppe. Lalalala. Oh fuck. Ich brauche mehr Zeit. Elite- und Champion-Truppe. Wenn also alle von der Seite kommen, ist das ganz doppelter okay. Fuck. Ah, doppelter Fuck! Nein! Alter, du kannst ja doch relativ einfach abhauen. So. Wir haben zumindest das zweite Ziel erreicht, ey. Juhu! Ja, direkt in die Heilkugel, so liebe ich das. Ich bin tot. Ich habe nur noch 4 Pots! Scheiße, wo wollen das enden, Junge? Nur noch 3. Oh, komm schon. Hör auf, so stark zu sein, das ist unfair. Das entspricht nicht dem Regelhandwerk. So, die eine Gruppe ist weg. Das ist sehr schön, die andere ist bei mir. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Also so ein hässlicher Wurm, ne? Dich hat keiner gerufen. Irrsinne. So, danach gehe ich kurz in die Stadt mir Pots kaufen. Das ist sonst gleich. Ja, ich schließe mich dir an. Spiel. Sonst bin ich auch gleich weg. Warte, Heilkugel. So, zack. Frosten, 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 Frosten. Los, 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 los. Oh, Bambaladam! Du entkamst uns nicht mehr. So, kurz in die City. Eben Pots kaufen. Das hat keinen Sinn. Wo rennst du hin? Noch was aufsammeln. Ja, das sind doch wieder Monster, Mann. Ja, das sind Monster, Mann. Monster, Mann. Monsterbacke von Zott, oder wie war das? Oh ja, Monsterbacke, genau. Oh, ich bin eher der Fruchtzwerg-Mensch gewesen. Fruchtzwerge. So, 30 Pots, das sollte eine Weile reichen, hoffentlich. Vergiss nicht, deine Ausrüstung zu reparieren, ne? Ja, muss ich ja leider wieder mal. Wieder mal. So. Alt heißt nicht schlecht. Nee. Alt heißt nicht schlecht, aber schlechter als neu.
Also irgendwie will die Magierin nicht mit uns reden. Was ihre Probleme angeht. Ich habe in der Bastion. Es ist schön. Ich guck mal. Ich könnte euch jetzt die ganzen Texte zeigen, aber ich glaube, das wird dann doch ein bisschen viel. Ach, kommst du auf die Idee? Ich habe Lyse. Jetzt weiß ich, dass Lyse aus den Ebenen des Wahnsinns nach mir ruft. Und zwar ist beinahe unmöglich, die Ebenen des Wahnsinns zu erreichen. Wie ist es Lyse gelungen? Der Prophet war ein Seraph. Es kann sein, dass er sich in den Ebenen des Wahnsinns versteckte, um seine Pläne vor dem Angierisrat geheim zu halten. Und ihr glaubt, dass er Lyse zu sich beschworen haben könnte? Ich habe ihren zerschlagenen Körper gesehen. Doch der Prophet besitzt mächtige Magie. Er hat uns einmal alle gerettet. Und vielleicht hat er Lyse ein weiteres Mal gerettet. Begleitet mich in die Ebenen des Wahnsinns. Wir werden herausfinden, woher Lysas Stimme kommt. Und vielleicht werde ich die Antworten erhalten, nach denen ich suche. Ich habe jetzt schon Lust drauf. Interessanterweise hast du beim Mini-Quest nicht bekommen. Auch gut. Na gut, dann helfen wir der Süßen hier auch noch mal schnell. Die kleinen Viecher kannst du sammeln. Nee, sammeln jetzt nichts, dann liege ich gleich wieder tot auf der Erde. Und guck mir die Radieschen von unten an. Das ist Nevalem, du bist wiedergeboren. Aber ich mag auch gar keine Radieschen, die sind eklig. Aha, ich habe die Verzauberin. Nein. Die Frau mit den geilen Möpsen. Die Frau mit den geilen Möpsen? Möpse. Was? Möpse sind scheiße, Möpse sind hässliche Hunde. Sind jetzt hässlich im Sinne, sind nicht mein Fall. Also, die Hunde meine ich. Alles bevorzugt also lieber. Schäferhund wäre was Schönes als Hund. Boah, Schäferhunde sind geil, ja. Oder ein schöner Husky. Geil würde ich jetzt nicht sagen. Doch, Schäferhunde sind geile Tiere. Und Huskies. Ab und zu sind sie sicherlich mal geil, aber... Wobei, ich mag echt gerne Dobermänner. Ich finde Dobermänner total schön. Sagen wir ihnen nicht den Schwanz abschneidest? Dobermänner haben von Natur aus keinen Schwanz. Die meisten haben eine gruppierte Rute. Die Dobermänner sind so anmutig, so stolz. Obwohl, auch wenn sie zur Kampfhunden gehören, aber trotzdem, ich liebe diese Tiere. Außerdem, Kampfhunde sind nur das, wie man sie, sind nur so, wenn man sie so erzieht. Ja und nein. Sie haben eine gewisse Grundaggressivität, die andere Hunde nicht so haben. Ja, aber nicht jeder Hund ist von Grund auf böse, nur wenn man ihn... Der Kampfhund ist nicht böse, ey. Ja, es hat nur eine Grundaggressivität da. Das kannst du bei einer Wildkatze auch sagen. Eine Wildkatze zerfleischt dich auch, weil sie Bock drauf hat, weil sie das instinktiv drin hat. Das kann trotzdem die liebste Katze der Welt sein. Und ich spreche aus Erfahrung, weil eine ehemalige Freundin von mir hatte eine Wildkatze und das Vieh ist nachts abgedreht. Bist du das, Melina? Warte, hier ist ein Brunnen. Ich hab schon mal was gefunden. Ja, hier ist ein Brunnen, den nehme ich noch kurz mit, also so ein XP-Brunnen. Der 3 Sekunden anhält, bis wir wieder tot sind. Die ist auf dem Turm, siehst du? Zack. Und ich habe die zweite gefunden. Nee, die ist nachts komplett abgedreht. Ich habe aber bei ihr geschlafen. Und sie wollte dann nachts halt auf Toilette gehen. Und dann hörte man es im Endeffekt nur noch schreien, weil die Katze sie angesprungen hat und ihr das komplette Bein aufgerissen hat im Endeffekt. Ich hab geblutet wie Sau und Alter, ich habe gedacht, what the hell ist das für ein Vieh? Aber sie war nur nachts so die Katze. Tagsüber hattest du das liebste Vieh. Katzen sind mörderisch. Kommt auf die Katze drauf an. Ich würde auch nicht mit einem Löwe ins Bett steigen. Übertreib halt direkt mal. Ist auch eine Katze. Natürlich ist es eine Katze, aber trotzdem. Das musst du mir glauben. So. Wir retten dich, Reißer. Reißer, das ist bestimmt die Schwester von Raiz. Jetzt musst du da auch noch erklären, woher Raiz ist, weil nicht jeder kennt das Spiel. Dying Light. Leider in Deutschland indiziert. Ist noch nicht zu spät. Warum? Ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich wegen der Kinderzombies. Weil an für sich ist das Spiel kein Stück brutal. Es gibt brutalere Zombie-Metzeleien.
Also ich persönlich finde The Order, also einige Szenen aus The Order weit brutaler. Ja. Also ganz ehrlich. Und wenn's, wenn's nach töten der Psyche... Da töten sie unter anderem Menschen, also so gesehen. Wenn's, und ganz ehrlich, wenn es nach der Psyche geht, ja gut, das tun sie bei Dying Light auch. Ja, aber das sind meistens Zombies schon. Nee, die Banditen und so sind ja, keine... ich sag ja, das, aber selbst die sterben ja nicht, ja, wobei die doch böser Brutalität Menschen schon sterben, aber und wie finde ich das bei weitem nicht so brutal wie bei Reorder. Vor allem, du siehst ja auch nichts, wenn er zum Beispiel Tahir köpft, das siehst du ja gar nicht. Es wird ja ausgeblendet. Das Einzige, was du ein bisschen spritzen siehst, ist das Blut der Zombies. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. So, Deutschland ist so pingelig, was Spiele angeht, diesbezüglich. Ätzend. Die Träume wurden zu Albträumen, aus denen ich nicht erwachen konnte. Sibyl, jetzt bin ich da. Jetzt gibt's Sexszenen. Also, was? Ja. Nix da. Du bist ja in der falschen Piepshow, Junge. Du warst immer die stärkste von uns, Irena. Du wirst uns stolz machen. Oh, bloß kein Leistungsdruck. Leb wohl, Schwester. Lisa, ich wusste, dass warum mussten wir für dich unser Leben aufgeben, Irena? Was war an dir so besonders? Die größeren Titten. Die Auserwählte des Propheten. Deine Schwestern waren bereit, ihr Leben für dich zu opfern. Genau wie der Prophet es vorgesehen hatte. Aber nicht mit mir. Ich habe lediglich etwas Zeit gebraucht, um einen Ausweg zu finden. Das wusste ich nicht, Lisa. Der Prophet hat es mir nie gesagt. Ja, der Prophet hat nie gesagt, dass du... Alter, die hat mich in einen Huhn verwandelt. Ich glaube, es hackt bei dir. Endlich mal siehst du endlich siehst du deiner Natur mal ähnlich, du Huhn. Ja, genauso wie du. Dummes Huhn. Ich bin kein Huhn, ich bin ein Hahn. Ein mächtiger, stolzer Hahn. Nee, du warst gerade ein Huhn. Hey, das ist der Huhn. Das Huhn. Das ist ein Possi. Deswegen wählte ich dich aus. Sie opferten sich, damit du überleben konntest, um später in der wichtigsten Schlacht zu kämpfen. Sie taten es aus freien Stücken. Ihr Opfer soll keine Last sein, sondern ein Geschenk. Aber was soll ich tun? Lebe. Erfülle die Bestimmung, für die ich dich ausgebildet habe. Und für die deine Schwestern ihr Leben gaben. Genau. Geh ins Puff. Als Puffmutter. Kannst du jetzt mal aufhören? Wieso? Ich will mal ein bisschen. Das ist ja schlimm. Ich will nur ein bisschen Sexappeal in das Spiel reinbringen. Sexappeal. Alter, du willst sie verkaufen. Das ist nichts mit Sexappeal. Nur gering. Komm jetzt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ja, leider. Oh, noch so lange mit dir rumzulaufen hier. Ja, ich lieb dich auch, ganz toll. Du hasst mich doch immer, sagst du. Ja, tu ich ja auch. Gibt's ein Herz, das ich für dich lieben? Bitte dich. Ich lieb dich so sehr, dass ich dich verprügeln will. Jetzt sag ich, krieg endlich wieder Schläge. Ja, kann verzaubern. Weg mit euch. Das weg ist er aber immer. Na? Das ist er aber immer. Ja, ich wollte halt nur jetzt mal tun, als wäre ich überrascht. Danke, dass du es mir versaut hast. Überrascht? Ja, nee, ist klar. Überraschung. Uhu. Es geht dann aber eher so. Er ist Arkan verzaubert. Ich bin ja so überrascht. Oh nein, Arkan-Verzauberung. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es geht doch. Giftsache. Gottes Willen, Alter. So, weiter geht's. Fühl ich mich, die Schlacht fällt da hinter uns, Alter. Ich hab Bock mehr. Es gibt wirklich so dezent Karten, die ich einfach hasse in Diablo. Welche Schlachtfelder mag ich? Die Karte davor gerade wegen Irena, die mag ich nicht.
Schlachtfelder mag ich, die sind schön groß, da kann man viele Monster sammeln und sie platthauen.